Der Thüringer Landtag hat einen neuen Anlauf zur Wahl des Landtagspräsidenten unternommen. Der Alterspräsident der AfD, Jürgen Treutler, hat zu Beginn der konstituierenden Sitzung erklärt, er werde sich an den Beschluss des Thüringer Verfassungsgerichtshofs halten. Das hatte gestern Abend geurteilt, dass Treutler über die Änderung der Geschäftsordnung abstimmen lassen muss. Jetzt ist es möglich, dass auch andere Fraktionen außer der AfD Kandidaten schon im ersten Wahlgang ins Rennen um den Posten des Landtagspräsidenten schicken. Vorgestern wollte Treutler Anträge und Abstimmungen aus dem Plenum nicht zulassen. Es kam zu heftigem Streit. Der Thüringer Verfassungsgerichtshof hat seinen Beschluss am späten gestrigen Abend gefasst und übermittelt. Ich werde mich an diesen Beschluss halten. Zur Grundlage. Und Lutz Schorle beobachtet für uns die Sitzung in Erfurt. Lutz, bisher läuft ja alles weitestgehend reibungslos. Wie schätzt du das ein? Ich habe fast das Gefühl, als hätte alle Beteiligten hier Kreide gefressen vor Beginn der Sitzung. Also der Alterspräsident macht seine Arbeit, wie er sie zu machen hat. Die Opposition brüllt nicht dazwischen. Und man scheint heute hier entschlossen, also erstmal sachlich durch die ganze Debatte zu gehen. Die Anträge werden zugelassen. Es wird in Kürze also der CDU-Kandidat für das Amt des Landespräsidenten nominiert werden, neben der AfD-Kandidatin. Und dann kann man davon ausgehen, dass der CDU-Kandidat, weil dafür einfach Mehrheiten da sind, im Parlament auch gewählt wird. Im Moment spricht gerade noch der Geschäftsführer der AfD-Fraktion. Und er macht nicht ganz zu Unrecht geltend, warum diese Regelung bislang eben so existierte. Und das stellt der CDU, dass die gar kein Interesse hatte, dieses Vorschlagsrecht der stärksten Fraktion zu beschneiden, weil sie eben davon ausgegangen war, selber stärkste Fraktion zu sein. Das ist durchaus ein Schritt, den man beim Nachdenken recht geben kann, weil die CDU hätte ja in der letzten Legislaturperiode mehrfach die Chance gehabt, diese gesetzlichen Regelungen selber mit den anderen Parteien so zu regeln, dass es zu dieser Konfrontation gar nicht hätte kommen müssen. Das hatte man nicht gemacht. Jetzt ist Ruhe im Landtag. Also wir gehen davon aus, dass innerhalb der nächsten Stunde die Wahl des Landtagspräsidenten durch ist. Und dann gilt der Landtag auch als konstituiert. Also dann wäre man dem Punkt, wo man arbeitsfähig ist. Und dann muss man den Rest der Tagesordnung abarbeiten. Geplant ist erstmal, dass man heute bis 22:30 zusammensitzt. Ob es so lange wirklich wird, muss man abwarten. Was natürlich bleibt und was die Arbeit im Parlament für CDU Wagenknecht erschwert, ist eben, dass die AfD, das ist demokratisch legitimiert, über diese Sperrminorität verfügt, dass sie also wichtige einzelne Gesetzesvorhaben blockieren kann. Und davon wird die AfD, das ist dann einfach auch ihr Recht, auch Gebrauch machen. Lutz, du wirst das weiterhin für uns beobachten. Für den Moment vielen Dank.